willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Mann, sehe ich wieder käseweiß aus. Obwohl Käse ist ja eigentlich gelb, aber irgendwie sehe ich weiß aus. Kreidebleich, genau jetzt haben wir es. Wie habe ich angefangen? So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend, es ist direkt Mittwoch, ne? Das kommt auch direkt am Mittwoch online. Das heißt, heute Abend die Raid-Stunde mit Rishi Ram. Ich habe 200%ige, eins ist auf 50, ein anderes möchte noch auf 50. Das heißt, ich werde gucken, dass ich ein paar XXL-Bonbons sammle. Dafür könnte man ein Feuer mega entwickeln oder ein Drache mega entwickeln. Mal gucken, für was ich mich entscheide. Ich freue mich auf eure Einladungen. Es ist die erste Raid Mania in diesem Monat. Das heißt, der Erste, der einlädt, wird der Erste sein, der den ersten Punkt im ersten Monat des ersten Jahres verdient. Und das wird total spannend wieder mal, wer nach der ersten Folge erstmal die meisten Punkte hat. Und natürlich die Endabrechnung dann für ganz Januar. Wir haben jetzt auch Aquana als Maskottchen im Januar auf dem Kanal, weil iScorpions ja gesagt hat, jemand im Chat darf sich das aussuchen. Dann ist es auf Shenaya gekommen, die war die, die als erstes das richtig gemacht hat, was er gesagt hat und so weiter. Deswegen, ich freue mich auf die Raid Mania heute Abend, 18 bis 19 Uhr Raid-Stunde. Ihr ladet mich ein, wenn ihr mit mir befreundet seid, unterwegs seid und Raids macht. Und jetzt kommen wir zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Flex 007 Flex 23. Na dann, überleg dir mal, was du tauschen möchtest. Momentan immer noch auf der Suche nach Regiais. Die ganze Zeit war es ja Regiais. Als Viridium da war und ich dann mehr XL hatte als 100er, nämlich gar kein 100er, bin ich kurz auf Viridium geschwappt, dann habe ich das bekommen und jetzt suche ich weiter Regiais, sodass, wenn das kommt, ich nur kurz die XL voll mache. Und wenn ich es bis dahin nicht schaffe, 100er zu kriegen, wohl ein paar Raids mehr mache auf der Suche nach dem 100er, dass auch dieses Trio abgeschlossen ist. Also, momentan Glückstrades immer mit Regiais. Nicht shiny, gar nichts, scheiß da drauf, einfach nur ein Regiais. Kein Scheiß, ein Regiais einfach. Tiso, das ging bei mir schneller als erwartet, war der 27. Glückwunsch dazu. Ich suche da auch noch mein 100er und ich bereite gerade schon vor, dass ich in einem Video alle 18 Formen von Vivian entwickeln kann und wir uns die verschiedenen Muster angucken. Das dauert aber noch ein bisschen, deswegen egal. So, dann Hafer Expression. HV Xperion. HV Xperion. HV Xperion. Hier, vom Raid Day noch. 100% Arcteas und Shiny Arcteas. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, vergessen, weil ich gar nicht ins Campfire geguckt habe. Aber Leute mittlerweile auch in Campfire Sachen schicken. Dann hat er hier noch ein Weihnachts-Pikachu und ein Shiny Kyurem. Meine bisherige Ausbeute vom Winter Event Teil 2. Hab nur 7 Raids gemacht. Auf dem Rückweg kam noch das Pikachu. Sehr schön. Klotzi zeigt uns eine neue Medaille. Du hast 1000 Mal im PvP aufgegeben. Ich glaube, wenn du reingehst und dann der Kampf starten will und du einfach wieder rausgehst, um zu skippen, zu überspringen, damit du schnell in den unteren Rängen gleich aufsteigst und weiterkommst. Also, habe ich auf dem Hauptaccount noch nie gemacht. Ich möchte immer eine Statistik haben, dass ich mehr Kämpfe gewonnen als verloren habe. Dann bin ich schon zufrieden. Bisa-Fan Enzo, Glücks 100% Schnäppke getradet aus Hagen. Sehr schön. War, glaube ich, ist das mit vom Lennart? Wer wohnt denn schon in Hagen? Michael Meyers, Glücksfreund geworden, iScorpions. Auch wenn es nur ein zur Ruhe ist, trotzdem ein schöner Screenshot. Natürlich nehme ich mit rein, ist ja sein Lieblings-Pokémon. Luigi Serrada, ist man im Urlaub, zack, aus der Feldforschung gekommen. Pandaleira. Bonn. Bonn ist der beste Urlaub der Welt. Ja, 100% natürlich mit Mütze, was als Evoli immer noch am besten aussieht. Bei den Entwicklungen ist die Mütze ja nur so klein, seht ihr gar nicht. Durch Random-Tausch mit dem zweiten Account bekommen, 100% Glücks-Rex-Blizzard, wo man auch Mega-Entwicklungen draus zieht. Cool, hab die nicht vorhandene Farboption gefunden im Spiel. Das habe ich auch letztens gehabt, dass einfach alles grün war, die ganzen Medaillen und alles andere. Sieht auf jeden Fall lustig aus, ja. Dann nochmal, da macht man nur ein Raid für die Mütze, zack, 100%. Das auf jeden Fall auch selten, kannst du ja nicht in der Wildnis fangen. Alles, was nur aus Raids oder Eiern schlüpft, immer aufbewahren, immer coole Sache. Troll Nummer 2 von Kyurem in dem Beutel.
Troll Nummer 2, ja, aus Bonn 1957. Muss man aufheben, 10-10-10er auch was Besonderes. Sammelt ihr 10-10-10er aus Raids? Schreibt es mir in die Kommentare. Timo zeigt uns hier auch 3 Shiny Arcteas bekommen in der Hisui-Variante. Pogehander, 100er Seemops, 100er Marikake, 100er erlöstes Trassler, 100er Kyurem aus meinem Raid, gleich hochgezogen. Und dann Shiny Kyurem und Rosana für Raid am Mittwoch. Das Kyurem aus dem Raid mit dir wurde natürlich gleich gemaxed. Man sieht hier nochmal das Shiny. Guckt euch die roten Augen an, sehr genial. Und hier, wie es gemaxed ist, 31.12.22. Da ging der Butz. So, Sören, Jahresabschluss beim dritten Account. Guten Rutsch, frohes neues Jahr, 100er Mushas, Wochenbelohnung, dritter Account. Was mache ich falsch? Würde ich gar nicht mit reinnehmen, aber gibt es ja momentan ja aus dem 7-Tage-Forschungsdurchbruchsstempel. Und Shiny bekommen, coole Sache. Dann nun auch mal wieder was Schillerndes bekommen, wird wahrscheinlich nicht zählen, weil es ein Z-Day-Pogi ist, aber war ja die Rampenlichtstunde gestern. Nehme ich mal mit rein, weil nicht jeder hat gestern eins bekommen, aber manche haben gleich 10.000 bekommen, also da auch gezeigt. Jenna aus dem Raid hier, Shiggy, Shiny Shiggy mit Party Boot plus Pikachu, was aussieht wie eine Wurst, weil das einfach nach oben springt und eine Wurst, ein Wurst-Pikachu, das sieht so süß aus, das möchte man gleich knuddeln. Dann hat sie noch einen Shiny Regiram bekommen, ich habe einfach nur eins mit reingenommen, ich habe nicht von, wenn einer 10 Stück geschickt hat, trotzdem nur eins. Sarina zeigt uns ja auch Shiny Pikachu, Shiny Wuffels, Shiny Knospi, 100% Weberak, das erste 100er im Jahr 2023. Ich gar nicht drauf geachtet, aber hätte man ja mal machen können und gucken. Pikachu war auch das erste Shiny, Wuffels gebrütet. Zumindest was das Brüten angeht, läuft es wieder richtig gut für mich. Hier auch noch Shiny Psyau und dann 100er Zuru-Keks und 100er Hut-Hut mit Partyhut. Kaiser Kai, einfach so ein Shiny Pikachu bei 3 Fängen bei meiner Schwester. Ich bin immer noch, hat er wirklich eine Schwester oder ist es einfach sein zweiter Account und deswegen hat er da immer Glück und fotografiert das ab. Ja, Shiny bei 3 Fängen, gut. Chefe24, 3-mal schillern und endlich das 100er Tauchsi. Liebe Grüße, chefe24.de. Pichu, Pichu, Togepi, Shiny, gebrütet, Pichu mit Partyhut, sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Pichu mit Partyhut brauche in Shiny. Und 100er Taubsi natürlich. Sieht man das nochmal, wie das aussieht? Kann ich ja mal nachgucken. So, Reike hier auch 100% Pikachu mitgenommen, Shiny Hut mitgenommen. Dandro wollte ich als Schocker der Woche machen. Ein frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr 23. Einhergehend mit viel Gesundheit, Glück und Erfolg. Hast du eine Top-Lade-TM übrig? Regie habe ich ja genug. Der hat nämlich hier 100er mit 23,07, ein 100er Glücks mit 4538 und jetzt noch ein 100er Shiny. Also der hat 3 Stück, eins sind alt. Und ich, ja, ich hätte theoretisch eine Top-Lade-TM übrig, das sieht cool aus, 300er von diesem Teil, ist ja nützlich, kann man ruhig mal mitnehmen. So, Tobi für Raider Mittwoch, einfach mal ein Jahresrückblick. Das sehen wir jetzt im Jahr 22 hat er insgesamt 1021 Shinies bekommen und 538 100%ige. Ihr könnt ja mal eure reinschreiben, wie viele Shinies ihr 22 hattet und wie viele 100er ihr 22 hattet. 500 und hier 1000. Schnell weiter. Tiso, jetzt war es endlich soweit. Ich habe mein erstes Shiny Quiekel. C-Day Pokémon würde ich gar nicht mit reinnehmen, aber Schocker der Woche. Es hat auch nur 1506 Versuche gebraucht. Nach 1506 Versuchen das erste Shiny Quiekel. Nicht nur, dass das ein Z-Day hatte, es ist ja auch trotzdem in Events immer so oft und viel gespawnt, aber 1500 Versuche, bis das dann Shiny da war. Richtig krank. Maggie. Wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr 23. Habe mich gefreut, dich dieses Jahr kennengelernt zu haben und freue mich, wenn wir irgendwann mal uns wiedersehen und tun und machen. Dann lass es krachen und feier schön drauf ein Piccolo-Sekt. Fand ich auch cool, die Piccolende in 100%. Grüße gehen raus natürlich. Andy Project, alle Koryogel mal als Glück gesichert, Habt ihr die auch als Glücks? Eigentlich unspektakulär, aber irgendwie
doch irgendwie sinnvoll und gut und deswegen gleich ein Oettinger hinterher. So. Wenn dein Kumpel dich fragt, ob er Bier mitbringen soll und er kommt dann mit Oettinger. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich würde es freiwillig trinken. So. Da sehen wir schon, wir sind schon wieder bei den Celal-Bildern angelangt. Ne? Steht auch hier, Celal, 100er, Gelatini, Glücks, Dusselgur, 100, Glücks, Eboli, 100, zack, Rigiram, Shiny, hat er noch mehr gehabt. Celal hat mir auch geschickt seine Übersicht, wie viele 100er und Shinies er im Jahr 22 hatte. Er hat halt geschrieben, Alter 0 bis 365 schillern und hat mir alle 908 Pokémon geschickt. Ich habe natürlich nur dieses Übersichtsbild mit reingenommen und nicht den Rest. Man sieht, es sind also bei ihm 908. Das waren also beim Tobi deutlich mehr. Und jetzt mittlerweile frage ich mich, Celal, was geht ab bei dir? Dann haben wir die 100%igen im Jahr 22 gehabt, ne? 254. Auch hier hat er alle geschickt. Ich habe nur die Übersicht mit reingenommen. Dann ein lustiges Bild. Hier seht ihr Groudon, Kyokre und Rayquaza und dann Holy Shit. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet oder was das ausdrücken soll. Me on New Year's Eve hier. 11.59 Uhr, da seid ihr noch so. 12 Uhr, yeah, dann Party, zack. Und 12.01 Uhr. Also, wenn ihr euch da wieder seht in dem Bild, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder bei Gamer natürlich. 58, 59, 0 Uhr erstmal, aber 0 Uhr 1 schon wieder. Immer wieder gamen, zocken, machen, tun. Dann fand ich auch cool, was er geschickt hat hier. Die Starter natürlich aus der Paldea-Region. Ihr seht, da ist der gestiefelte Kader in grün. Da ist Donald Duck in blau. Und mein Starter ist einfach nur ein Grog. Ein Schuh, ein... Finde ich genial, das, jetzt mag ich den noch mehr. Das habe ich mal mit reingenommen, kurz auch, weil da könnt ihr mal gucken, was ihr seid. Findet deinen Typ. Börsmanns your primary Typ und Birthday your secondary Type. So, ich wäre dann demzufolge, ich bin im Juli geboren, also erstmal ein Elektro-Typ. Und mein Zweittyp am 16. Juli wäre also Stahl. Ich bin also ein Elektro-Stahl-Pokémon. Was seid ihr? Schreibt's mal rein, was ihr für ein Pokémon seid. Dann Silvio Lissner zeigt uns auch innerhalb von 7 Tagen Schillern, Sandern, Bodogel, Glumanda, Pikachu, Europe, Quiegel, Bodogel, Sandern, Pipi, Evoli. Glumanda ist, glaube ich, mein Highlight hier. Dann nochmal schillern, da sehen wir noch Kyurema, Aerokaksprühl, Perlu, Spetsnif, Snivel, Dusselgur, so Zeug. Perlu kann ich nicht mehr sehen. Alter 0 bis 7, 4 Sterne, Arktip, Evoli, GBL Nummer 3, habt ihr ja einen Quabbel. Und zu dem Quabbel gibt es später noch was. Benjamin Engel hier, Shiny Krypto, Flunkiefer, dann ein Duo-Raid gegen Kyurem, ach, gegen Reshiram, 53 Sekunden Restzeit, Hannes, Nuller Evoli mitgenommen. Dann Frigometri 100% mitgenommen. Shiny Regiram hier auch mitgenommen. Der Geitsch, der Manz. Der Manz, frohes Neues mit dem Shiny Pandimos. Auch sehr cool, wie gesagt, ist selten. Cooles Shiny, muss man mitnehmen. Und noch ein Shiny Pfiffchen. Brainy Ständer hier, Shiny Funifras 100er. Pionscora ausgebrütet, Shiny Ponita, Shiny Schnäppke. Cumulus, Shiny Schnäppke und Huthut mit Partyhut. Cumulus, das letzte von 22, noch ein Pikachu-Shiny mit Hut. Der HV-Expression. HV-Experian. Quest am 31. hat gegönnt, 100% Petsneef mit Schleife, Feuerwehrfra aus der Rampenlichtstunde. Was will der schon wieder die ganze Zeit? Der wühlt wieder die Chips-Tüten auseinander in der großen Box. Feuerwehrfra aus der Rampenlichtstunde 6. Shiny Alola Sandan, 100% Arceus, auch noch von ihr. Miku ist zwar kein Shiny, immerhin ein kleiner Highlight der Woche. Ich war eigentlich schon fertig, habe aber Miku dann auch noch mit reingenommen. 100er Pikachu, habe dann noch Elke mit reingenommen. Bei Kaisi der erste hier, 100er Quiegel, Shiny Evoli, Shiny Kyurem und auf dem Hauptaccount bei ihr, also Paula Emperor, 100er Skalück. 100er Marmutel, sind beide in einem Glückstausch 100 geworden, das war auch richtig genial. Joel dann hier noch heute früh, da hat sich der Spaziergang im strömenden Regen gelohnt. Shiny Käuf, Waff, Kaff, Waff und Shiny Hut, Hut. Jetzt sind die hier vorbei.
Wir kommen noch zum Schocker der Woche und dann muss ich gleich einen Adi schimpfen. Da ist auch schon der Adi. Und der Schocker der Woche kommt von Adi Nein. Adi Nein. Adi aus. Adi aus. Ich komme mit dem Knüppel. So, der Schocker der Woche ist auf jeden Fall vom Adi Schatz. Alles Gute. Jetzt komm halt mal hergerannt oder irgendwas. Ist immer noch vom Silvio, vom Scheinux. Ich habe ja gesagt, da kommt noch was. Und zwar, der hat jedes Jahr bis jetzt 100% Quabbel aus der GBL bekommen. Was es ja auch nur in der GBL gibt. Das Rosa, da könnt ihr ja so fangen. Aber das Blaue als 100er ist auf jeden Fall selten. Ist auf jeden Fall wertvoll. Er hat gleich 3 Stück und dann auch noch jedes Jahr eins. Hier, 2021. Quabbel. 2022. Quabbel. 2023, direkt am 1.1. Quabbel. Das fand ich mega genial, deswegen musste ich das mit reinnehmen. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Mit so einem Pokémon und mit so einer Konstellation jedes Jahr einfach ein 100er davon aus der GBL gezogen. Fand ich cool, hat mich interessiert, hat mich bespaßt. Das war der Schocker der Woche. Denkt dran, heute Abend 18 bis 19 Uhr Raid Mania. Wenn ihr unterwegs seid, ladet mich ein. Wenn ihr rankommt, reinkommt sozusagen, kriegt ihr einen Punkt, wenn der Raid erfolgreich stattfindet. Mein Lieblingsformat, heute auch noch Wrestling. Und für alle anderen gibt es am Donnerstag ab 18 Uhr nochmal Regiram-Raids für Zuschauer. Wer noch ein Shiny sucht, noch Bonbons braucht, wer noch XL, IV 100 sucht, irgendwas, geht rein. Ich werde am Donnerstag vielleicht auch ein paar mitmachen, denn ich sammle ja noch XL für mein zweites 100er. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.